Andere Beispiele sind eben, dass auch ganz, ganz große nicht vor den Account-Löschungen gefeilt sind. Ist ein Beispiel dann eben Qwantis. Qwantis war früher mal der größte Powerseller Europas. Selbst denen ist es passiert, dass irgendein eBay-Praktikant mal gemeint hat, da stimmt doch was nicht, und hat denen mal eben alle 25.000 Angebote gelöscht, die gerade online hatten. Das kann also passieren. Er hat dann eben protestiert, weil damals hatte er noch keine vernünftige Software zum Listen, also mit Afterbyte hat er einfach den ganzen Kram nochmal neu gelistet. Das ging aber natürlich damals nicht, weil er keine vernünftige Software hatte. Er hätte also diese 25.000 Angebote wieder von Hand neu einstellen müssen. Hat er verständlicherweise keine Lust zu gehabt, hat sich dann an die damalige Vorstandschefin von eBay, an die McWhitman, gewandt und hat es tatsächlich geschafft, dass die Frau ihre Technik angewiesen hat, alle seine Angebote, die eigentlich ja gelöscht waren und die eigentlich ja unwiderruflich weg sein sollten, wieder online zu stellen. Das kleine Problem war, das hat natürlich ein paar Tage gedauert. Und die Angebote, die wieder online gestellt wurden, liefen dann sofort aus. Sprich, die meisten der Artikel gingen für 1 Euro weg. Das war natürlich auch wieder wunderbar. Also er hatte sich richtig gut betreut gefühlt von eBay. Hat dann nochmals an die McWhitman gewandt und hat dann darum gebeten, jetzt doch bitte alle endgültig zu löschen. Und seine ganzen Kunden hatten dann eben ein Problem, wer speichert schon so eine Auktion ab, die Artikelbeschreibung ab. Seine Kunden hatten dann eben das Problem, die hatten zwar die Bestätigung bekommen, dass sie da was gekauft hatten für 1 Euro, nur bei eBay war das Angebot nicht mehr aufrufbar. Und er hat dann einfach bestritten, dass er da was verkauft hätte. Ist damit auch durchgekommen, aber hatte schon in der Woche, glaube ich, weniger Schlaf als sonst. Ein weiteres Beispiel für die Abhängigkeit von eBay und die Gefahr, wenn man sich ganz auf eBay verlässt, ist die Sperrung von Selectronica. Selectronica war der danach größte Powerseller Europas. Selectronica hat aus meiner Sicht relativ viele unzufriedene Kunden hinterlassen bei eBay. eBay legt ja seit einiger Zeit aus gutem Grund mehr Wert auf die Kundenzufriedenheit. Und eBay hat zwar Selectronica mehrere Chancen gegeben, da ein paar Missstände abzustellen. Die haben es aber nicht gemacht und nicht geschafft und sind dann eben von eBay vom Handel ausgeschlossen worden. Damit waren die sofort insolvent, weil natürlich das laufende Geld von den eBay-Geschäften gebraucht wurde. Die hatten keinen funktionierenden größeren Online-Shop. Die waren fast reiner eBay-Händler. Und das war es dann eben. Ein eBay-Händler weniger, und zwar im ganz großen Umfang. Wobei ich da allerdings auch eBay keinen Vorwurf draus machen will oder kann. Denn da waren wirklich sehr, sehr viele unzufriedene Kunden, weil Reklamationen, vorsichtig formuliert, nicht wirklich behandelt wurden und ähnliche Geschichten. Also es war nicht schade um den Händler aus meiner Sicht, aber es ist trotzdem ein Beispiel dafür, die Abhängigkeit kann eben auch sofort zur Insolvenz führen. Ich kritisiere an eBay immer wieder ein bisschen, dass eBay sich aus meiner Sicht sehr stark von den Verkäufern und von den Mitgliedern entfernt hat. Dazu will ich ein Beispiel geben. Viele von Ihnen haben vielleicht bemerkt, dass es außer diesen beiden eBay-Wow-Angeboten, die neuerdings jetzt ja 2 pro Tag, diese eBay-Wow-Angebote, die ich übrigens sehr toll finde und sehr schön finde, das sind tolle Geschäfte bei. Neben denen gibt es auch jeden Tag oder 6 verschiedene Angebote pro Woche, donnerstags immer neu, mit Auktionen ab 1 Euro von interessanten Artikeln. Zum Beispiel eben hier gestern Apple iPod Nano 8 GB, die dann eben als Auktionen starten. Wenn man jetzt als Käufer Schnäppchenjäger ist, dann hat man natürlich eine hervorragende Möglichkeit, so ein Ding zu einem schönen Preis zu schießen. Man bietet einfach auf alle Angebote mit, wartet ab, welche Auktion dann eben den niedrigsten Erlös hat und widerruft alle anderen Geschäfte. Das ist natürlich für den Verkäufer nicht so richtig klasse. Auch wenn das bei eBay, glaube ich, niemand gemerkt hat. Aber für viele Verkäufer ist das unerfreulich, wenn alle Geschäfte widerrufen werden bis auf eins. Deswegen wäre es ja schön, wenn die Käufer eine andere Möglichkeit hätten, diese Schnäppchen zu jagen. So eine Möglichkeit gibt es durchaus. Es gibt sogenannte Sniper-Tools, mit denen kann man als Käufer für bestimmte Auktionen ein Gebot abgeben, was aber dann nicht sofort abgegeben wird und eben zu einer Widerschlag führen kann, sondern was dieses Tool dann eben erst einige Sekunden vor Ablauf der Auktion automatisiert abgibt und was dann eben sehr häufig dazu führt, dass man einen schönen Schnäppchenpreis hat. Zumindest bei Artikeln, die nicht ganz so gesucht sind. Diese Sniper-Tools haben sich sehr bewährt, es gibt auch mehrere Anbieter dafür. Weltweit funktioniert dieses System, weil es einfach schön ist. Man kann als Käufer sagen, bitte biete bei diesen 3 Angeboten mit und sobald du bei einem der Angebote erfolgreich warst, biete bei den anderen nicht mehr mit. Was ja für den Verkäufer schön ist. Der hat dann wirklich nur den Käufer, der es auch wirklich haben wollte. Das wäre aber ja zu schön für die Käufer, deswegen hat man es in Deutschland verboten. Sniper-Tools sind in Deutschland verboten, da gibt es einen eigenen Paragraphen. In den eBay-AGB, § 10 Absatz 9, heißt nämlich, dass die Abgabe von solchen Geboten verboten ist. Wer also als Käufer ein Schnäppchen machen möchte und sich an die AGB halten möchte, was man ja nicht unbedingt muss, aber es könnten ja manche das meinen, das lieber zu tun,
der muss es so machen, dass er eben seine Angebote widerruft und diese eben von mir zitierte Masche benutzt. Übrigens, auf meiner Website finden Sie zu dieser Masche nichts, weil da sind jetzt mehr Leute, die meine Website lesen, als Leute heute hier sind. Und das würde bedeuten, dass doch der ein oder andere Käufer die Idee gut findet. Deswegen habe ich es nicht gebracht. Übrigens, ich habe über diesen Paragraphen und über das Problem mit Frag Malte Feller gesprochen, einem der Kurzzeitgeschäftsführer von eBay. Und Kurzzeitgeschäftsführer Frag Malte war völlig überrascht, dass es diesen AGB-Passus gab. Er war völlig verwundert, er wusste nicht, dass es diesen Passus gab und er wusste gar nicht, dass Sniper in Deutschland verboten sind. Ja.